connected. Wenn du einfach an der Ampel Gas gibst, das wirkt einfach. Guck mal, wenn ich jetzt so losfahre, ne? Und du bist bei 50 und dann kannst du aufhören. Das und jetzt fahre ich hier 60 km/h, ja. Aber ich bin einfach losgeschossen und das war ja noch nicht mal halb, nicht mal Vollgas. Ich lass die Bitches tanzen à la Figaro. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blacky ist am Start mit einem neuen Drift-Vlog, mit dabei wieder. Lukas Litt, was? Der Herr Litt, was geht ab? Wir sind mit den Gigsern unterwegs. Ob wir hier schon mal waren zusammen in dem Video? Weiß ich nicht, vielleicht noch nicht. Wir haben ja die Gigsern noch ein bisschen, aber nicht mehr so lange. Wir müssen die leider bald schon wieder abgeben. Das ist sehr traurig. Ja, Mann. Es macht einfach mega Laune. Wobei, heute ist es wieder ein bisschen zu warm, finde ich. Also selbst mit der Schutzkleidung hier. Wir fahren wieder anfängt. Mit Kevlarhose. Doch, Kevlarhose und Protektorenweste, Handschuhe, Helm, aber die Hitze steigt dann einfach so in den Kopf und dann hier, Helm da, und so. Hier kommt diese ganze Luft. Ja, raus. Genau. Und die ist das natürlich ist heiß. Du sitzt quasi auf einem Ofen und das bei über 30 Grad Außentemperatur und das mit Pulli und Helm auf und so. Das kommt dann alles zusammen, ist mega heiß. Aber das ist Beklagen auf einem hohen Niveau. Wir haben Spaß, wir fahren hier richtig geile Maschinen. Danke nochmal an Suzuki Deutschland, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Es ist auf jeden Fall mega geil. Und ja, in diesem Thema soll es aber um was ganz anderes gehen, Lukas, ne? Real Talk wieder? Oder? Ja, ich meine, es ist ein bisschen Real Talk jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast gerade eben nur einen Satz gesagt und dann meinst du, geil, da will ich ein Video zu machen. Ja, welchen denn? Ein Geistesblitz. Welchen denn? Ja, dass wir alle wirken wie Raser. Motorradfahrer. Achso, genau. Ja, stimmt. Genau, das ist das Thema. Richtig. Ich hatte gerade nur einfach nicht den Satz im Kopf, den ich gesagt habe. Ich dachte, das wäre jetzt so ein prägnanter Satz, den man auch als Titel nehmen kann oder so. Okay, nee, da muss ich nochmal überlegen. Auf jeden Fall ist das meine Lokomotive. Videothema geisteskrank, Grenzgänger. Lukas, der Lokomotivführer. Der ist voll Schutzkleidung auf einem 45 PS, 45 Kubikroller. Mann, ist so heiß! Beste Leben. Beste Leben. So, jetzt, Mr. Real Talk, oh Gott, wir driften schon wieder. Wir driften schon wieder, wir kommen nicht hin. Und zwar, guck mal, was da steht. Einfach, um die Wahrnehmung der Geschwindigkeit, vor allem von außen und so weiter. Von Motorrad als auch Autofahrern, wenn sie noch ein lautes Gerät haben. Zum Beispiel, es gibt viele unterschiedliche Sachen. Lauter Auspuff ist für viele gleich Raser oder der fährt super schnell. Und ich habe das einfach schon oft erlebt. Ich dachte auch, er fährt drüber. Ich habe das einfach schon oft erlebt, dass man so auch mit so, also die ist jetzt nicht so laut, aber meine Z750 war damals echt laut und trotzdem legal. Und wenn du dann schön im ersten Gang mit 35 oder knapp 40 durch ein Dorf fährst, wo du 30 fahren darfst, was in Ordnung ist meiner Meinung nach. Ich finde die nebenbei die Geschwindigkeiten sowieso ein bisschen sehr niedrig, weil die Bremsen. Wo war das? In Belgien. Die Bremsen und so, genau. Die Bremsen in Frankreich auch. Die Bremsen sind einfach so gut und wenn man ordentlich fährt, sind höhere Geschwindigkeiten auf großen Straßen vor allem echt in Ordnung. Ja. Drifte aber schon wieder ab. was wollte ich jetzt sagen? Mann, naja, ich wenn mich du selber mit 40 durch den Ort fährst. Genau, und dann die Leute zeigen mir einen Mittelfinger oder machen den guten altbewährten Scheibenwischer, weißt du, vom Kopf so dieses, genau, bist du verrückt? Und man denkt, hä, ich fahre jetzt hier zum Beispiel, wir fahren 50, aber die Dinger sind halt lauter als ein Prius oder so. Ja, genau, das gibt's auch. Klassiker. Der Klassiker. Da kriegst du mal einen dicken Mittelfinger zurück. Lukas ist schon wieder aggressiv. Ja, da werde ich auch richtig. Ich fahre den Leuten ja auch hinterher. Mir ist mal ein Land. Ich bin original, das ist das Beste. Mit meiner Street Chipel. Ich bin 100 auf einer Landstraße gefahren. Auf der anderen Seite kam ein Fahrradfahrer und zeigt mir einen Mittelfinger und bepöbelt. Ich bin 100 gefahren. Ich bin umgedreht. Ich bin im Original 20 Minuten lang hinterher gefahren. Er hat sich so bedroht. Dafür hätte ich gar keine Zeit. Doch, ich hatte nichts zu tun. Das Junge, der hat mich so aggressiv gemacht. Ja, aber das ist es halt. Und das ist das Problem mit der Wahrnehmung. So, wenn ich die. Gestern sind wir. Ich mit KTM, du mit Gigsack gefahren und wenn du einfach an der Ampel Gas gibst, das wirkt einfach. Guck mal, wenn ich jetzt so losfahre, ne? Und du bist bei 50 und dann kannst du aufhören. Jetzt fahre ich hier 60 km/h,
Aber ich bin einfach losgeschossen und das war ja noch nicht mal halb, nicht mal Vollgas. Also war gar kein Gas. Das war noch gar kein Gas, aber weil die einfach über 200 PS hat, geht die einfach so nach vorne. Und für das Auto hinter uns sah das jetzt aus, weil... Wie ein Rennen. Wie ein, ja genau, weil das Auto gar nicht so eine Geschwindigkeit, also so eine Beschleunigung überhaupt erreichen kann. Und wir sind ja noch nicht mal jetzt schnell losgefahren. Also das genau. War jetzt ja gar nicht... Das ja, aber es wirkt einfach so. Einfach diese Sachen so, guck mal, bab, und jetzt bist du schon auf 60. Und der Opa guckt schon und macht den Mund auf, geisteskrank. Echt? Ja, ja genau. Und das ist das, was ich meine. Und sobald du ein bisschen Spaß hast auf der Straße und ein bisschen mal hier Gas gibst oder... Das Ding ist, ich fahre mit meinem verkackten Polo genauso. Und da guckt keiner. Halt ja, genau. Und, der hat halt so. Und da guckt kein Schwein. Ich kann mit meinem Polo mit 100 durch den Ort fahren, mich wird niemand anpöbeln. Weil das keine Ahnung. Genau, absolut. Und das ist einfach echt krass, dass es von anderen wahrgenommen wurde. Oder ich wurde ja kürzlich von der Soko Autoposa angehalten. Da wird noch ein separates Video drüber kommen. Und da bin ich auch normal 50 gefahren und ich habe 20 oder 30 Euro Anzeige wegen illegal, nee, warte, wegen nee. Unnötiger Lärmbelästigung bekommen. Und ich bin ungelogen, so wie jetzt gefahren, so. Weil ich war mit Calvin unterwegs und wir wollten einfach nur Fotos machen. Ich bin da im Hafen lang gefahren und wir haben einen guten Fotospot gesucht. Das heißt, ich war nicht mal schnell, ich war nicht mal laut, ne? Die Maschine, die Suzuki, hat einfach ein recht hohes Standgeräusch zugelassen, bei 95 Dezibel oder sowas. Und dann habe ich echt, dann haben die gesagt, ja, du bist hier viel zu laut, die Leute wollen in Ruhe den Abend ausklingen lassen und so, wo ich auch denke, so, hä, ich fahre hier ganz normal lang. Und ist egal, also die Zulassung, du hast ja nicht so gemacht, oder? Ja, so. Genau, ich habe, ja, wollte ich auch sagen, ich würde es ja verstehen, wenn ich Rev-Bombs geben würde oder so, im Begrenzer, so, ba, ne? Ja. Aber ich bin ganz normal, richtig chillig, so wie jetzt gefahren und klar, der Auspuff ist ein SC Project, da kommt was raus. Es ist aber jetzt auch nicht so laut. 30 Euro bezahlen. Ja genau, nur weil du unterwegs bist, vor allem im legalen Rahmen. Da gibt es zusätzlich noch eine Lärmkontrolle und dann war so, oh, die ist ja gar nicht zu laut. Ja, warum muss ich dann für zu laut sein was bezahlen, ne? Weißt du? Ja. Das ist einfach Müll. Also wir haben die Sachen, wir haben Lautstärke, die pöbeln, wir haben Geschwindigkeit, also im Sinne von, ja, wir fahren halt zügig an der Ampel los, aber das ist... Normal. Also ich ja, genau, wir fahren kann gar ganz nicht normal. Langsamer wirklich losfahren. Nee, also ich fühlt sich auch komisch an. Ja, ja. Du fährst los, du kannst sofort deine Beine hochnehmen, weil du die Geschwindigkeit direkt hast, dass dein das ist ja wie geht. Das ist ja wie mit einem Auto. Wenn du jetzt ein 50 PS Auto hast, dann fährst du immer mit Vollgas an der Ampel los, weil da kommt auch nichts. Wenn du aber ein 500 PS Auto hast, dann gibst du Halbgas und bist trotzdem schneller als der andere. Aber du gibst halt auch ein bisschen Gas so. Du fährst einen Motor immer so im ersten Drittel oder zur Hälfte erstmal aus. Ja. Und da hast du halt bei Power schon die Geschwindigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft sich da richtig spaltet zwischen so, ja, ist voll okay oder Bock oder ist Bock, also ist in Ordnung und welche dies. Also die am liebsten Schrittgeschwindigkeit in der Stadt haben wollen. Ja. So, gefühlt cuttet sich das so stark. Es also, gibt da ja auch diese Gesetzesentwürfe, so mit 30 überall innerorts und so. Das ist völliger Quatsch. Hier in Hamburg soll angeblich irgendwann mal 30 kommen. Ja, genau. Hä, das habe ich gerade gesagt. Auf jeden Fall. Geil. Die Hitze. Hast du gut zugehört. Das ist aber exakt das wiederholt, was ich gerade gesagt habe. Lol. Kennt ihr das? Nachsager in der Klasse immer. Ja, Mann. Und der kriegt dann immer, weißt du sagst so was richtig Lustiges und der Kollege neben dir schreit das raus und alle so lachen und du denkst so, das war meine Lache. Das kenne ich. Beste Leben. Naja, auf jeden Fall, genau. Aber das ist einfach, das wäre gar nicht vorstellbar. Guck mal, hier ist eine vierspurige Straße, also zweispurig doppelseitig. Wenn ihr 30, ist es Verkehrschaos. Ich schwör's dir, dann geht die Welt unter hier. Dann fahren manche noch mit 10 km/h, weil sie denken, ja 30 ist Max. Da fahre ich nicht mehr. Boah, sehr schön, das Grün. Und das wäre einfach Quatsch. Also es ist halt immer schwer, für alle eine gute Regelung zu finden. Von mir aus könnte man auch in der Stadt 70 erlaubt sein. Nicht überall. Oh, ich würde jetzt hier rechts fahren. Das ist ja schade. So Schnellstraßen oder also so. Ja, genau. Halt so. Oder? Ja, so wie in München oder wie in Berlin oder so. Es sind super viele Straßen, auch 60 und so, ne? Stadtautobahnen. Ja, diese, ja genau. Und das nimmt den Verkehr raus und du kannst mal ein bisschen schneller fahren. Weil jetzt hier 50 ist einfach Quatsch. Guck mal, jetzt schneller als so darf ich jetzt nicht fahren.
hier sind keine Autos geparkt, hier laufen keine Menschen. Man kann ja die Geschwindigkeit anpassen, ne, den Umständen nach. Ja, ja, aber es ist einfach, so wie die Regeln sind, eigentlich oft ziemlich viel Quatsch. Ja, haben wir ja schon öfter jetzt gehört. Genau. Und das Problem einfach, das Große ist einfach, dass man anders wahrgenommen wird. Dass die Leute halt von außen denken, okay, das ist jetzt mega schnell, dabei ist man gar nicht so schnell. Oder so weiter und so fort. Ne? Und das war einfach ein Thema, was ich mal ansprechen möchte. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es mal in die Kommentare, wofür ihr wäret, was ihr gut findet für Gesetze, was ihr schlecht findet für Gesetze. Können wir ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Aber ja, mehr gibt es eigentlich in dem Video nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wenn Däumchen, wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace und haut rein in den Landratten. Pa, pa, pa.